Tja, hallo, der Max und ich, wir wollen heute unser erstes Video aufnehmen. Ja. Wir hoffen, dass es euch gefällt. Schaut einfach mal zu. So. Als erstes brauchen wir eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Die lassen wir jetzt 3 Sekunden. Hier sieht man vielleicht, wie toll das der Thermomix macht. Innerhalb von 3 Sekunden. So. Danach legt man 25 Gramm Öl ein. Und lassen das Ganze auf der Oma 3 Minuten. 3 Minuten. So, danach machen wir 2 Dosen Tomaten rein. Ja. Es wird kurz auf Stufe 4. 2 Sekunden reichen schon. Klein gemacht. Dann wird es gewürzt mit Salz, Pfeffer. Ja, Pfeffer und Salz. Und jeder macht natürlich nach seinem eigenen Gusto. Ich habe hier selbstgemachte Suppenstock. Ja. Da kommt gut, ja, 1,5 Teelöffel davon rein. Das lassen wir jetzt auf 100 Grad, 15 Minuten, ja, vor sich hin köcheln auf Stufe 2. Stufe 4. Und während das vor sich hin köchelt, mache ich hier die Hähnchenbrustfilets dazu. Ich habe die schon flach geklopft und gewürzt, habe Blattspinat drauf verteilt und jetzt kommt noch da Mozzarella und geriebenen Käse dazu. So, die 15 Minuten sind um. Ah, das blubbert. Sieht toll aus. Seht ihr es? Und in der Zwischenzeit habe ich hier die Paprika, 4 Stück, habe ich den Deckel abgeschnitten und habe die aufgerollten Hähnchenbrustfilets reingesteckt und habe die Deckel klein geschnitten und dazwischen rein. Und habe Kartoffelchen kleine gewaschen in der Schale und habe sie einfach nur halbiert. Die kommen jetzt auch noch da drum rum. So, jetzt probieren wir erstmal unsere Soße, ob die okay ist so. Super. Die
Die kommt jetzt um die Paprikaschoten drumherum. Wartet mal. Ja, auch was seht. So. Dann kommen noch die Kartoffeln drumherum und ein paar Pilze. Jetzt ist er schon wieder verspritzt. So, ein bisschen gleichmäßig noch verteilen. Und jetzt tun wir das Ganze für 50 Minuten bei 200 Grad im Backofen. Im vorgeheizten Backofen natürlich.